So, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Jo, Neuigkeiten von der Berge, ja, ich hätte euch schon eher informiert darüber, aber Leute, die E-Mail kam mitten in der Nacht, um 4 Uhr kam die E-Mail von Epic Games und ja, da habe ich gepennt, liebe Freunde. Es gibt Neuigkeiten über das Update, was heute kommt, liebe Freunde. Und deshalb hört ganz genau hin, Google wollte ich mal wieder vorlegen, wie immer, liebe Freunde. Und ich wollte mal anfangen, Mama. An. Google, ich überlasse dir das Wort. Fang an mit Vorlegen. V13.40 erscheint am 4. August. Dann mal mit Vollgas zu den Highlights. So, Leute, weiter geht's. Also, das Update sollte angeblich gestern schon erscheinen. Ich habe die E-Mail heute in der Nacht um 4 Uhr bekommen. Und ja, das Update kommt heute wieder, Leute. Und ja, ich glaube mal, da haben die in Gakum georgt. Aber naja, wir legen mal weiter. Google, leg weiter vor. Spritzer-Update-Autofahren gibt es jetzt auch in Fortnite. Tanke bei den neuen Tankstellen auf und meistere die Geschwindigkeit und das Handling der verschiedenen Autos. Okay. So, Leute, weiter geht's. Okay, verschiedene Autos. Also, die Autos kommen heute rein, liebe Freunde. Offiziell von Epic Games bege ich, dass die Autos heute reinkommen. Weiter geht's. Es gibt noch mehr Neuigkeiten, Leute. Weiter geht's, liebe Freunde. Es war noch nicht alles. Google liegt weiter vor. Los, Google liegt weiter vor. Was Epic Games noch geil. Gehe zu Musik-App. Für deinen Roadtrip über die Insel brauchst du auch einen Soundtrack und deshalb haben wir Radiosender hinzugefügt. Wenn du streamst, kannst du über deine Creator-Optionen in den Audio-Einstellungen urheberrechtlich geschützte Musik einstellen. Okay. Also können wir auch. Okay, das ist guck mal gut, Leute. Die Autos haben Radiogänger. Woran erinnert mich das gerade? An GTA 5 Online erinnert mich das gerade. Weil da haben die Autos auch Radiogänger. Das ist guck mal geil. Die Autos haben Radiogänger. Aber ob das in Fortnite notwendig ist, ich sehe es nicht so. Aber wie ist eure Meinung? Schreibt mal einen Kommentar. Es geht noch weiter, Leute. Es war noch nicht alles. Es geht noch weiter. Aber wie ist eure Meinung? Ich brauche eigentlich keinen Radiogänger in Fortnite beim Autofahren. Aber naja, Leute. Vielleicht braucht ihr es. Aber ich brauche es eigentlich nicht. Aber naja, wir legen mal weiter, Leute. Gibt noch mehr Neuigkeiten. War noch nicht alles. Google liegt es gleich wieder weiter vor, liebe Freunde. Und ja, weiter geht's. Google liegt vor. Los, Google! Summer Splash Sims, diese Woche haben wir Knarrenkonflikt und einen Schuss für die Spieler als Sommer Sims vorbereitet. Okay. Dacht mir gar nicht, vielleicht wird er was ja vorbereitet haben, was das vom Mogus geilen Gold. Mir dacht es nicht. Ich finde aber gut, dass Epic Games mich immer informiert. Das finde ich mega gut. Finde ich gut. Und ja, es geht weiter, Leute. Es war noch nicht alles, liebe Freunde. Es geht noch weiter. Fangen wir mal an. Los, Google, leg vor. Coral Castle, falls du die ganze Zeit unter Wasser warst und es verpasst hast. Der Schauplatz Coral Castle ist nordwestlich auf der Karte aufgetaucht. Erkunde eine verlorene Stadt, die in Vergessenheit geraten war. Okay, eine verlorene Gag, die in Vergessenheit gegangen war. Okay. So, Leute, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Epic Games packt richtig viel, geben in die E-Mail wirklich richtig viel, Leute. Wir sind noch nicht wackig. Wir sind noch nicht wackig. Weiter geht's, liebe Freunde. Geige bereit? Ja, Geige bereit, na cool. Google, leg bitte weiter vor. So. Party Royale erlebe auf der Partyinsel neue Unterhaltung aus den Bereichen Musik und Sport. Ab Freitag zeigen wir den Spielern das Videopremieren-Event des japanischen Musikers Kenshi Yonezu bei der Hauptbühne. Informiere dich über die Richtlinien der Plattform, auf der du deinen Kanal hast, damit du weißt, wie du Urheberrechtsprobleme vermeiden kannst. Okay, Leute, das ist immer guck mal wieder bekalkt. Aber es geht noch weiter, liebe Freunde. Es geht noch weiter. Epic Games hat noch mehr gegeben. Jetzt kommt das Letzte, was Epic Games gegeben hat. Wir legen mal vor, Leute. Google liegt natürlich vor, nicht ich. Google macht natürlich.
Google, Lichtblicke den letzten Artikel von Epic Game vor. Luch. Zur Hölle mit dem Fehlerteufel. Wir konnten einige größere Fehler beheben, die vielen Spielern aufgefallen waren. Dazu gehören unter anderem der Fehler mit langsamen Hängegleitern, das Fallenlassen einer Waffe zum sofortigen Nachladen und Controllerfehler auf PC. Falls du weiteres Feedback hast, immer her damit. Wir sehen uns auf den Straßen der Insel. Das Fortnite-Team. Okay, Leute, ein paar neue Infos, wie ihr gesehen habt. So. Ach, guck mal, geil ist, muss ich sagen, dass die Auge heute reinkommen. Das ist mega geil, liebe Freunde. Aber, wo ich mir denke, warum brauchen wir eigentlich nicht Radiogänger? Oder wollt ihr beim Auge fangen, Radiohorn? Schreibt mal einen Kommentar. Ich finde das unnötig. Weil wenn ich schocke, Leute, dann will ich gar kein Radiohorn. Das lenkt mich nämlich nur vom Kämpfen ab. Weil Fortnite Battle Royale, wir wissen ja alle, da müssen wir ja kämpfen. Und das lenkt mich nur, wie gesagt, der Radiorenger, der lenkt mich nur von Kämpfen ab. Ein Radiorenger beim Autofahren ist meiner Meinung nach unnötig. Aber naja, wie geht ihr? Schreibt mal einen Kommentar. Ich habe euch wieder mal informiert, liebe Freunde. Falls Epic Games mir noch mehr E-Mails schicken, Golke. Falls noch mehr Infos gibt, ich informiere euch, liebe Freunde. Und bei mir bekommt ihr die Info. Immer aktuell und offiziell von Epic Games. Nicht wie andere YouTuber, die irgendeinen Müll labern. So. Dass ihr mir Bescheid wisst, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.